Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und ich hatte gestern eine Folge gemacht, 5 Dinge in Clash of Clans, die man nicht braucht oder die unnötig sind. Und da hatte ich natürlich auch die Headhunterin mit dabei. Und es ging ehrlich gesagt hoch her in den Kommentaren. Ich fand das eigentlich auch ziemlich cool. Denn wenn man ein bisschen diskutiert und wenn man ein bisschen Meinungsaustausch betreibt, dann ist das auf jeden Fall immer ganz cool. Das fand ich eigentlich sogar ganz gut. Also ich hatte mich jetzt nicht besonders aufgeregt oder so, dass da diskutiert wurde. Ich fand das eigentlich recht cool. Vor allem jetzt hier, wie hieß er denn? APTW 2001, mit dem ich ja ein bisschen geschrieben hatte, und ich habe ja gesagt, ich werde mich tatsächlich mal ein bisschen informieren, wie das denn funktioniert mit der Headhunterin und wie man sie gescheit einsetzen kann. Habe auch mir eine Taktik schon rausgesucht, die ich gefunden hatte, und zwar ist das diese. Man fängt mit einem leichten Warden Walk an auf der einen Seite, setzt auf der anderen Seite die Belagerungsmaschine, räumt ein bisschen auf. Es ist natürlich vorteilhaft, wenn ein oder zwei Helden zumindest schon mal draußen sind, ein bisschen weiter außen an der Base, damit dann zumindest schon mal so ein bisschen was ausgespielt werden kann, also von den Headhunterinnen. Ein, zwei Stück lässt man sich noch übrig für später, ist natürlich, also es ist generell gut, wenn die am Rand sind. Das ist einfach so. Aber es geht auch, wenn sie etwas weiter mittig sind. Man muss dann halt nur abwarten. Man muss ein bisschen Geduld haben. Und das sind jetzt die Zauber, die ich mal benutze. Ich habe die Taktik ein bisschen umgewandelt. In der Vorlage gab es überhaupt keinen Freeze. Ich habe jetzt mal 2 mitgenommen. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal den ersten Angriff an, den ich damit gemacht habe. Und ich habe in CW auch damit angegriffen. Bis gleich. Okay, das ist der erste Angriff, den ich gemacht habe damit. Und ihr seht es schon, das war noch die Taktik, wo ich keinen Freeze mitgenommen habe, viermal Erdbeben, einmal Sprung, einmal Gift und dreimal Wut. 10 Yeti, 4 Heilerinnen und hier waren es noch 6. Hier waren sogar noch 6 Stück von denen. Und was habe ich gemacht? Ich habe offen gesprengt, habe allerdings jetzt hier drauf geachtet, dass ich das Rados noch nicht aktiviere. Hätte ich eigentlich auch machen können, aber ich habe jetzt mal drauf. Ich habe mal geguckt, dass ich das nicht mache. Held 1, Held 2, die müssen natürlich gleich weg. Und wenn die ein bisschen abgelenkt sind von meinen anderen Truppen, dann kommen natürlich die Yeti dann kommen die Kopfjägerinnen hinterher und kümmern sich darum und machen sie kaputt. Was ich jetzt erstmal gemacht habe, klar, ein bisschen aufgeräumt, auf der rechten Seite oben schon mal den Magier gesetzt. Kann sich schon mal zumindest ein Gebäude schnappen. Da sehen wir schon, ne? Da ist ein Tesla. Da kommt jetzt unsere Belagerungskaserne und ein Wutzauber drauf. So, Pekka läuft rein, die ersten beiden Yeti kommen dahin und jetzt warten wir mal ab. So, halbe Geschwindigkeit. Multi-Inferno, Single-Inferno und noch das Katapult. Held 1, Held 2. Die wollen wir erledigen. Dafür brauchen wir gleich die Kopfjägerin. Und jetzt warten wir noch ab. Immer noch nicht. Jetzt, ihr seht es schon, jetzt hat sie die beiden Ausrufezeichen in meinem Kopf. Jetzt ist sie bereit. So, da sind sie. Jetzt kommen sie hinterher, weil sich nämlich die Kopfjägerin nicht auf sie konzentriert. Sie konzentriert sich auf was anderes. Und jetzt können wir da schön hinterhergehen. Und jetzt sehen wir das nämlich schon, zack. Jetzt ist sie gleich relativ schnell down. Ja, und jetzt kommt der König nämlich auch noch an. Und dann kommt noch die Kopfjägerin und kümmert sich auch noch. Da seht ihr sie noch, ne? Sie sind nicht tot, sie werfen noch schön auf den König drauf. Das hat soweit wunderbar funktioniert. Und ich habe sogar noch 3 Stück übrig. Und der Plan ist jetzt, folgender. Auch wenn der Sprungzauber extrem scheiße war, muss ich sagen, der war nicht gut. Der war verrutscht. Aber trotzdem, ne? Da außen sehen wir es noch. Da ist noch die Königin unterwegs. Wo ist sie denn? Ist sie schon kaputt? Königin ist schon kaputt. Kopfjägerin, ne? Sie sind sogar noch. Da lebt sie sogar noch. Das muss ich sogar sagen, ist sogar eigentlich ganz cool. Denn jetzt geht sie ja einfach auf alles drauf. Ne? Der Rest ist jetzt weg. Jetzt kann sie echt auf alles drauf gehen. Jetzt kümmert sie sich gar nicht mehr um irgendwas. Also sie geht jetzt nicht mehr noch auf Verteidigung drauf. Das wäre aber echt Mist gewesen, oder? Da könnt ihr mir doch zustimmen. Also wenn jetzt wirklich die Helden weg gewesen wären und dann geht sie noch auf Verteidigung, das wäre nichts gewesen. Ja, und ansonsten war das relativ easy. Weil der Warden noch lebt, weil noch die Heilerin noch lebt. Kopfjägerin kümmert sich noch ein bisschen darum, ist noch schön geschützt, weil die anderen Truppen noch vorlaufen. Also es war im Endeffekt relativ easy, muss man sagen. Zeittechnisch war das jetzt auch kein Problem. Warden hat noch komplett die volle Stärke und dann waren es lockere 100%. Wir machen natürlich gleich noch einen Live-Angriff. Gucken wir mal ganz kurz auf den CWL-Angriff. Okay, das war mein Gegner und ihr seht es natürlich schon, der Gegner ist nicht gut. Der Gegner ist wirklich nicht gut. Allerdings, was man jetzt dazu sagen muss, diese Base wurde nicht einfach nur, die wurde jetzt nicht einfach nur zerstört. Also der Kollege wurde wirklich überrannt. Auf der rechten Seite oben sehen wir einen Tesla, ne? Deswegen habe ich jetzt, ja gut, habe ich 2 Minions hingesetzt. Kostet mich dann 4 Lagerplatz. Ist noch okay, wäre jetzt aufs Gleiche rausgekommen, ich hätte einen Magier gesetzt. So. Ja, war eine Kopfjägerin etwas zu früh dran.
muss ich sagen. Jetzt sehen wir das nämlich da. Also, König ist schon weg. Ich habe noch jetzt zwei von den Headhuntern übrig. Gladi ist noch da. Gladi hat noch ein bisschen den etwas verdutzten Gesichtsausdruck auf dem Kopf, ne? Jetzt warten wir aber noch ab. Es ist noch zu früh. Wenn ich jetzt die Headhunter setzen würde, dann würden sie direkt in die Gladi reinlaufen und wären direkt kaputt. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir ja nicht. So, warte. Jetzt hat sie das nämlich. Jetzt kommen sie da sehen wir sie schon. Da kommen sie jetzt nämlich hinterher. Und ihr seht das jetzt nämlich, ja, jetzt, ne? Jetzt ist sie da am Leuchten und zack, schon ist sie weg. Gemeinschaftliche Arbeit. Jetzt konnte ich das noch schön freezen. Jetzt laufen die Truppen alle in die Mitte rein. Der König da muss ich jetzt nämlich auch noch einen Freeze draufsetzen, sonst wäre der König nämlich schön geröstet worden von dem Inferno-Turm. Ja, da kommen die ganzen Clan-Truppen raus. Und ich habe mir ja hier dazu entschieden, sogar ein paar weniger mitzunehmen von den Headhuntern. Aber ich meine, ihr habt ja gesehen, eben selbst mit 6 Headhuntern, das war eigentlich relativ gut. Muss ich mich doch entschuldigen, Headhunter ist doch ganz cool. Naja. Ich meine, aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug. Das ist auf jeden Fall so. Und diese Base, wie gesagt, die wurde nicht nur zerstört, also sie wurde echt überrannt. Sie wurde wirklich überrannt. Aber was wäre denn noch eine Folge, wenn wir natürlich nicht noch einen Live-Angriff machen würden? Dafür habe ich mir ja extra den Baum geschnappt. So. Nein. Nein, sonst wieder Liga. Moment. Verfuscht. So. Denn wenn wir wieder 5 Leute aus dem Jimmy Ghetto Clan holen, dann wird die Liga wieder verfuscht und dann haben wir wieder Probleme und kommen nicht wieder. Ja, wir sind jetzt gerade so am Ende dieser Liga. Wir spielen übrigens gegen Deutsche. Viel Glück. Würde mich sehr freuen, wenn ihr. Ja, wenn ihr auch in der Klasse bleibt natürlich, ist ja logisch, aber trotzdem, wir versuchen natürlich zu gewinnen, ist ja klar, aber trotzdem natürlich wünsche ich den Deutschen, wir haben 2 deutsche Gegner in der CWL, wünsche ich den deutschen Gegner natürlich auch, dass sie drin bleiben, zumindest, oder der eine von uns, der eine Gegner wird wahrscheinlich sogar aufsteigen, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Wir werden definitiv nicht aufsteigen, oh, hier ist perfekt. Okay, Klarenburg ist da unten, das ist aber noch egal, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Was wir jetzt machen werden, Warden auf die Seite. Ich habe sogar mal 5 Heilerinnen. Boah, mein Hals. Moment. Ich habe so 5 Heilerinnen genommen. 5 Heilerinnen. 1, 2, 3, 4. Das springen wir mal eben offen. Oh, der war gut. Der war gut, Leute. Der war gut. So, 1, 2. Nein. Lass doch in Ruhe. Lass doch in Ruhe, bitte. Nein, ich wollte schon sagen, habe ich mich jetzt vertan? Nein, ich habe mich nicht vertan. Alles noch okay. Alles noch okay. So, Warden ist ein bisschen angeschlagen. Deswegen setze ich die jetzt schon mal dahin. 1, 2, 3. So. 1, 2, 1, 2. So, und jetzt achtet mal drauf. Zack, kaputt. Zack, kaputt. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So, Warden. Oh, jetzt kommt. Ja, ich konnte alle. Ich habe alle erwischt. So. Ich habe sie alle erwischt. Klarenburg ist relativ weit unten. Das ist eigentlich für uns jetzt. Oh, ist das ein Problem? Nö, eigentlich nicht. Truppen laufen ein bisschen außenrum, ist aber auch kein Problem. Single Inferno ist jetzt nämlich weg. Die anderen. Ja, der andere Single Inferno lebt zwar noch, aber ist okay. Kriegen wir hin. Das Rathaus haben wir jetzt nämlich gleich. Das werden 2. Werden zumindest 2 lockere Sterne. Ja, das passt soweit. Außen, ja, der Inferno, der Tesla ist noch weg. Der Turm ist noch weg. Ich kann den König immer noch zünden, das ist nicht schlecht. Außen ist auch noch ein bisschen was unterwegs. War zwar nicht so ganz so geil getunnelt, aber egal. Ich wollte ja nur mal eben zeigen, wie das funktioniert. Was man natürlich auch noch machen kann, wenn wir jetzt noch mehr gehabt hätten, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt gewesen, wo ich noch die beiden letzten Headhunter gesetzt hätte für den König, weil der König auch relativ weit außen ist bei dieser Base, was für uns natürlich auch nicht schlecht ist. Und die Heilerinnen regen mich gerade ein bisschen auf, aber jetzt, da kommen wir den Zauber nochmal setzen, perfekt. Ja, ich habe ja noch die Hoffnung, dass die Heilerinnen sich nochmal irgendwie gleich um den König kümmern, aber irgendwie tun sie das gerade noch nicht. Ich habe die 3 Sterne noch nicht abgeschenkt. Ich weiß, es ist ein bisschen unrealistisch gerade, aber wer weiß. Das Problem ist der Single Inferno. Das Problem ist wirklich noch der Single Inferno. Der könnte mir noch ein bisschen Probleme machen. Allerdings, ja, der König ist jetzt noch im Radius von dem. X-Bogen. Und das Problem ist jetzt gerade noch die Zeit. Das ist jetzt gerade noch ein Problem. Wir haben nämlich nur noch 45 Sekunden Zeit. Und wir haben 90%, aber wir kriegen echt noch ein paar Prozente. Also wir kriegen noch. Das Labor, wir kriegen noch den Sammler, wir kriegen noch die Mine, wir kriegen noch das Armeelager. Ja. Leider wird der Warden gleich draufgehen. Ja, werde ich doch noch. Ah, ne, macht er ja nicht. Er wehrt sich ja jetzt nicht. Er geht ja dahin, wo die anderen Truppen hingehen.
So, 93%, 93%. Erstmal Schluck Kaffee und ich muss mal meine Stimme ein bisschen ölen heute Morgen. Moment. So, der ist down. Ja, den kriegt er nicht mehr ganz. Und jetzt sind es 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aber es ist okay. Für die Anschauung war es, glaube ich, ganz gut. Und natürlich den Loot, den nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. 15,8 Millionen Gold haben wir jetzt schon wieder. Ich habe ja Bäumchen extra hier in den Clan reingeholt, damit er mir ein bisschen spenden kann. Mal eben ganz schnell für die Folge zumindest. So, das passt. Wir nehmen ruhig mal 5 Stück mit. Und machen da mal außen was weg. Gucken, wie viel kriegen wir jetzt? Jetzt haben wir noch einen mehr. Okay, dann haben wir 4. Dann haben wir noch 2 übrig. Nehme ich noch... Ne, warte, wir nehmen noch mal lieber 2 Bogies mit. So. Und die Taktik sieht dann wie folgt aus. 1, 2, 3, 4 Stück oder 5 Heilerinnen. Ich habe jetzt mal einmal 5 und einmal 4 genommen. Ist mal ein bisschen flexibel. Dann. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir ruhig mal 5 mit. 3 für den Anfang und vielleicht 2 noch für den Mittel- bis Ende-Teil, wenn man noch einen Held an der Seite findet. So. 10 Stück. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. Okay. Können wir sogar noch... Ne, warte mal. Jo, ich habe ja keinen Babydrachen. Das ist gerade mein Problem. Einen Babydrachen habe ich gerade nicht, weil ich den Inferno-Drachen ausgebildet habe. Ein Babydrache wäre noch echt perfekt gewesen. Was nehme ich denn da mal mit? Ja, komm. Machen wir das mal so. 1, 2, 3, 4... Ich nehme auch immer ruhig einen Freeze mit eigentlich. Auch wenn das in der Vorlage, die ich gesehen hatte, bei YouTube gar nicht war, dass da war überhaupt kein Freeze. Ich nehme immer einen mit. Vielleicht sogar manchmal zwei. So, Trübskis sind da. Was wir natürlich jetzt noch brauchen... Nein, ich verklicke mich natürlich mal wieder. Wir brauchen natürlich noch ein Tränkskin. Ja, genau. Ich habe noch 498 Medaillen übrig. So, werfen den mal eben ein. Kurzer Cut. Und bis gleich. Okay, den nehmen wir nochmal mit und ich kann euch auch sagen, warum. Zum einen natürlich möchte ich den Loot haben, das ist logisch, über 1 Million, plus natürlich den Bonus. Aus Titan 2, ich glaube, sind wir Titan 2? Titan 1? Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg wieder Richtung Legend, das wäre ganz gut, wenn wir das schaffen würden. Was wir natürlich auch schaffen, da sind schon mal 2 Helden und da ist auch noch die Gladi relativ weit außen. Das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Moment. Ich darf jetzt keine. Diesmal dürfen wir nicht. Wir dürfen jetzt nicht unnötig Zeit verplempern hier. Das wäre ganz wichtig. So. Genau. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, da noch drauf. Und was wir jetzt hier mal machen werden, ich habe mich entschieden, wir werden jetzt uns mal eben ganz schnell darum kümmern. So, 2 Stück drauf. 2 Stück drauf. Komm. Ist richtig schnell weg. So. Der lebt noch da vorne. Die Chinchillas sind gerade ultra am Eskalieren in dem Käfig einfach nur. Alter, ich höre das gerade so laut. Ich höre das gerade so unendlich laut, wie die da am Eskalieren sind. Unglaublich. So, da ist die Kaserne hin. Wutzauber drauf. Und jetzt. Ein bisschen zu früh. Aber wir werden es trotzdem hinkriegen. Wir kriegen es trotzdem hin. Warden lebt auch noch. Warden kümmert sich mal eben richtig genial um die ganzen... Das war gut. Alter, die sind so am Eskalieren in so einem Käfig. Unglaublich. Unglaublich. So, Sprungzauber da rein. Das, ja, ich glaube, der hat ganz gut funktioniert. Und vor allem, er hat da in der Mitte, hat er das alles ziemlich zentral gesetzt. Da kann ich nämlich jetzt. Zack. So, Warden ist am Start. Jetzt schießt gleich die Adler-Death drauf. Und jetzt wird mal einmal ganz schnell der Warden gezündet. Ja, das müsste soweit eigentlich funktionieren. Ich kann nochmal alles 3 freezen. Also müsste laufen. Im Prinzip müsste es laufen. Ich kann mich kaum konzentrieren, weil die so extrem an dieser Wasserpulle nuckeln. Das ist echt unglaublich. Das hört man so laut. Ich meine, ihr werdet es nicht hören, weil ich die Rauschentfernung reinmache. Aber ich höre das schon. So, jetzt haben wir nämlich keine mehr übrig. Passt aber auch. Königin ist im Radius vom Single Inferno. Passt aber noch. Ja, das ist halt immer echt mega nervig, ne? Helden, die eigenen Helden und dann einfach Single Inferno so eingemauert. Da weiß man schon, wie es enden wird. Vor allem weiß man jetzt auch schon, wie es da enden wird. Er holt sich den Turm. Oh, ja, der Turm ist noch weg. Das wird jetzt entscheiden, ob wir die 100% kriegen oder nicht. Der König wird nämlich jetzt gleich geröstet werden. Was nicht so ganz so schön ist. Jetzt ist er nämlich im Radius. Jetzt muss der Warden echt mithelfen. Aber er tut es nicht. Der Warden hilft nicht gescheit mit. So, 86% kommen. Okay, da unten ist der Turm ist gleich down. So, der Turm ist down.
Warren ist jetzt leider auch down. Jetzt haben wir echt noch die Königin. Nein, 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 Königin, lauf doch weg, lauf doch weg, lauf doch weg. Königin, nein. Okay, die Königin ist auch weg. Auf die können wir uns jetzt auch nicht mehr verlassen. Ach, wird das wieder so knapp. Ach man, diesmal hat er zumindest eine Clanburg gehabt, also kann mir keiner sagen, das wäre irgendwie geschenkt gewesen. Ja, ärgerlich. 92% ist okay, am Anfang leider einen kleinen Fehler gemacht und die beiden kleinen Fratzel ein bisschen zu früh gesetzt. Wir können ja nochmal drauf gucken. Wir gucken nochmal eben drauf. Sieht aber so schlecht nicht aus, ne? Sieht ja so schlecht nicht aus. Also, da vorne habe ich erst die Warden gesetzt und jetzt achten wir mal hier gleich drauf. Ja, geht sogar vom Level, ne? 68er Königin, 59er Warden, das ist ja eigentlich okay. So, zack, und jetzt. Da kommt gleich der Fehler. Da war ich nämlich da ein bisschen, da habe ich mich erschrocken, weil dann nämlich die Hawk Rider rauskamen. Und das war jetzt blöd, ne? Die Königin geht jetzt zwar in Richtung, die zielt jetzt zwar in Richtung von der Belagerungskaserne. Der König allerdings, der müsste jetzt gleich, ja, der hüpft jetzt drüber. Und kümmert sich leider darum, jetzt um die beiden, das war nicht gut. Und da braucht es halt nicht lange. Also die haben nicht viele Trefferpunkte. Ja, er schafft es sogar noch. Ja, er hat es noch geschafft. Er hat sogar noch geschafft, sie zu holen. Aber egal. Wenn ihr noch Taktikideen habt dafür, schreibt es gerne in die Kommentare. Skelettzauber haben wir ja auch noch auf der Speisekarte. Der muss auch noch drankommen. Den werde ich auch noch mal einem Test unterziehen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da so fleißig kommentiert habt und vor allem auch in einem, ja, gesitteten Rahmen kommentiert habt. Das hat mich sehr gefreut. So kann das doch auf jeden Fall weitergehen. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Clash of Clans mit mir, dem Fred. Guckt gerne in die Beschreibung, abonniert den Kanal, gebt auch gerne den Creator-Code ein, MBF. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.